Hallo, heute geht es um meine 10 Beauty-Geheimnisse, also wirklich 10 Dinge, die ich immer wieder mache und mit denen ich irgendwie immer wieder Erfolg habe. Wisst ihr, also ich habe was für Wimpern, was für Haare, alles ist wirklich dabei. Dieses Video ist außerdem eine Unterstützung durch eine Produktplatzierung von M.A.S.A. mit der Clear Skin-Reihe. Das sind so 4 Produkte, die aufeinander aufbauen, damit man eine sehr schöne Haut hat, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Und ich würde sagen, wir legen auch mal direkt los mit dem Video. Ich habe mir einmal alles aufgeschrieben. Es steht alles hier drauf, damit ich wirklich nichts vergesse. Und zwar fangen wir mit dem ersten Punkt an. Und zwar ist es Vaseline für die Wimpern. Ich habe mal für einen Selbsttest auf einer Seite Vaseline einen Monat lang drauf gemacht und auf der anderen Seite nicht. Ich habe sogar meine Freundin gefragt. Ich habe leider kein Bild mehr von da, weil das eben die Zeit war, als mein Handy geklaut worden ist. Und da konnte man richtig sehen, wie auf dieser Seite die Wimpern richtig lang, voll und dick waren. Und auf dieser Seite waren sie viel kürzer. Und als ich die fertig getuscht hatte, hatte ich meine Freundin gefragt, und seht ihr einen Unterschied zwischen dem und dem? Und dann meinten die so, ja, man sieht tatsächlich einen Unterschied. Vaseline legt sich so um eure Haare und schützt die richtig. Also da kann kein richtiger Bruch passieren, weil die so geschützt sind wie in so einem Knast eben. Und deswegen einfach jeden Abend die Finger mit Vaseline einreiben und dann so über die Wimpern gehen und gucken, dass ihr so jedes Haar trifft. Und das war's auch schon. Wenn das ein bisschen ins Auge geht, dann macht das überhaupt nichts. Es brennt nicht oder so. Aber im Normalfall passiert ja überhaupt gar nichts. Und dann kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt, und zwar ist es Setting Spray. Ich weiß, Setting Spray macht man am Ende eben drauf und dann hält das Make-up den ganzen Tag, beziehungsweise man hofft, dass das Make-up wirklich den ganzen Tag damit hält. Was ich euch aber sehr empfehlen kann, ist das Setting Spray nach der Foundation aufzutragen, also wirklich vor der Contour, vor dem Concealer. Ich zeige euch das jetzt schon geschminkt, weil ich ja jetzt schon geschminkt bin, aber es ist wirklich so, gebt das Setting Spray auf euer Gesicht und dann nehmt den Beauty Blender, der noch angefeuchtet ist, und dann drückt dieses Setting Spray eben in euer Gesicht rein. Und am Ende fixiert ihr das eben alles nochmal mit dem Setting Spray. Und so verspreche ich euch, könnt ihr einen ultra langen Tag überstehen, ohne dass eure Foundation cakey wird oder so sich irgendwie eklig absetzt. Also es ist wirklich so, dass wenn man das noch so richtig in die Foundation einklopft, bei mir zumindest, dann bleibt die Foundation wirklich den ganzen Tag über wunderschön oder halt je nachdem, wie ihr wollt. Wenn es eine Hochzeit ist oder sonst irgendwas über Nacht auch, dann bleibt auch da die Foundation richtig cool. So, dann kommen wir auch schon zu der Produktplatzierung, und zwar sind das einmal 4 Produkte von M.A.S.A.M. Wie gesagt, es ist eine Clear Skin Reihe. Sie fängt bei 1 an und hört bei 4 auf. Also es sind wirklich 4 Schritte. Es ist so eine 90-Tage-Systempflege, die Salicylsäure enthält und die wirklich so porentief reinigt. Ich hatte unglaubliche Rötungen und richtig fiese, blöde Pickel, die einfach nicht weggegangen sind, egal was ich gemacht habe. Und dann habe ich eben ja diese Reihe angefangen zu verwenden. Und ich sag's euch, ihr seht das schon vor den 90 Tagen. Also ich habe das 8 Wochen ungefähr getestet und man hat nach einer Woche gesehen, wie wunderschön die Haut wird, weil diese ganzen alten Hautschuppen gehen weg, die Pickel sind ausgetrocknet. Allgemein nochmal, also es ist wirklich so, es ist eine komplette Pflege. Also man gibt das nicht für die Pickel so einzeln auf die Stellen, sondern man reinigt wirklich sein ganzes Gesicht damit. Man gibt sich später die Creme auf das ganze Gesicht. Deswegen, wenn ihr schon eine sehr trockene Haut habt, dann vergesst nicht danach auch noch Feuchtigkeitspflege oder sowas aufzutragen oder am Morgen danach eben die Feuchtigkeitspflege aufzutragen, weil es ist wirklich so, dass es sehr spannend, weil es eben austrocknend ist, aber nur dadurch gehen halt die Pickel flöten. Nur dadurch sagen die halt tschüss. Das ist dieses Reinigungsgel mit der Salicylsäure, von der ich gerade eben gesprochen habe. Die reinigt wirklich porentief und damit kriegt ihr dieses ganze Make-up runter. Ich mache das meistens auf meine Gesichtsbürste und gebe mir das eben auf mein Gesicht und so reinige ich das Ganze. Man kann das aber auch sehr, sehr gut mit der Hand machen. Man soll nicht ganz so oft eine Gesichtsbürste verwenden, weil man wohl die Kollagenproduktion und sowas damit stoppen könnte, beziehungsweise verlangsamen könnte, aber das muss ich nochmal nachschauen. Also Reinigungsbürste, die so elektrisch sind, vielleicht nicht jeden Tag verwenden. Man kann das nämlich sehr, sehr gut auch mit den Händen auftragen, weil es nicht so, also so wegrutscht von den Fingern auch. Es ist wirklich so eine harte Geltextur und nicht so eine flüssige. Dann kommen wir auch schon zu dem Gesichtswasser, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Punkt Nummer 1, Gesichtswasser ist für mich sehr, sehr wichtig. Es reinigt nochmal euer Gesicht von dem Talg und von dem Kalk. Und Kalk ist, ich hatte das schon mal gesagt, und Kalk meinte ich wirklich damit, weil viel Kalk auch im Wasser ist. Und das solltet ihr ja ebenfalls von deinem Gesicht runterkriegen, aber auch Talg. Und das hier reduziert eben oder hemmt eben die Talgbildung. Also es
stoppt so ein bisschen die Teigbildung und wirkt ebenfalls entzündungshemmend und hauptberuhigend. So, dann kommen wir zum dritten Produkt, und zwar ist das die 24-Stunden-Effekt-Creme. Diese beinhaltet Teebaumöl und hat außerdem eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Bei dieser Creme würde ich sagen, dass sie auf jeden Fall feuchtigkeitsspendend ist, aber trotzdem zieht sie sehr schnell ein, und ich würde, falls ihr eine sehr, sehr trockene Haut hat, eben nochmal mit einem Aquaspray drüber gehen oder eben gucken, dass ihr nochmal mit einer anderen Gesichtspflege drüber geht. Mit der hier habt ihr schon so einen Schutzfaktor, da ist eben das Eindringen der Bakterien nicht mehr möglich, beziehungsweise das stoppt das Ganze, sodass ihr nicht mehr diese ganzen Bakterien auf dem Gesicht habt. Und übrigens, da ist zwar Teebaumöl drin, aber man riecht es nicht. Also man riecht, es ist so ein geruchsneutrales Teebaumöl. Man riecht überhaupt gar kein Teebaumöl. Das ist ja manchmal sehr penetrant und die Augen neigen dazu, dann zu Tränen und sowas. Deswegen ist es ganz gut, dass es geruchsneutral ist. Dann kommen wir schon zur Reinigungsmaske, und zwar ist es der Step 4. Das hier könnt ihr ein- bis zweimal wöchentlich draufgeben, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Das ist so eine Tonerdemaske, aber die ist cremig. Es befreit die Haut vom überschüssigen Teig und außerdem von diesem Glanz, ne? Also ihr macht das dann runter und dann mit der Zeit verhindert das, dass das Gesicht eben nicht mehr so glänzt. Und die sorgt dann auf Dauer, also wenn ihr es wirklich regelmäßig verwendet und diese 90 Tage gut durchhält, dann sorgt ihr auf Dauer dafür, dass ihr nicht mehr glänzt und so einen fein porigen Teint eben habt. Die ganzen 4 Produkte kosten 29,95 €. Außerdem bekommt ihr einen Rabattcode, den schreibe ich euch auf jeden Fall nochmal in die Infobox, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Ich weiß nicht, wie viele da sind, ich weiß, dass nicht so viele da sind, aber ich schreibe auf jeden Fall den Rabattcode nochmal in die Infobox und verlinke das Ganze nochmal, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich das immer wieder machen, weil es wirklich so eine, es macht die Haut auf Dauer einfach viel reiner, pickelfreier, und das bedeutet auf jeden Fall weniger Stress. Dann kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Punkt, und zwar habe ich aufgeschrieben, dass ich jeden Morgen versuche, wenn ich es nicht vergesse, ein Glas Wasser nehme und da Zitrone reinpresse. Durch das Vitamin C, was eben da drin ist in dieser Zitrone, fördert das die Kollagenbildung und strafft euer Bindegewebe. Und wenn ihr das ein ganzes Leben lang jeden Morgen macht, seht ihr auf jeden Fall Erfolge. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das mal gelesen habe, dass Rihanna das macht, und dann habe ich das nachgemacht. Und ich bilde mir ein, dass ich Unterschiede sehe und dass mein Bindegewebe auf jeden Fall nicht ganz so schlecht ist, dass meine Haut nicht so schnell reißt und sowas. Also jeden Morgen ein Glas Wasser mit Zitrone hat mir wirklich immer sehr geholfen. Der nächste Punkt wäre dann Foundation, und zwar, wenn sie zu dunkel ist, kann ich euch empfehlen, Sonnenmilch da reinzumischen. Sonnenmilch ist eben sehr weiß und sehr dickflüssig, und deswegen verändert sie die Farbe von eurer Foundation. Das bedeutet, habt ihr einen zu dunklen Teint euch rausgesucht. Eine zu dunkle Foundation kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, das da reinzugeben, so 2-3 Tropfen, und das dann zu vermischen auf dem Handrücken. Dann könnt ihr ja gucken, wie sich das Ganze so dann entwickelt. Und wenn das immer noch zu dunkel ist, noch ein Tröpfchen dazugeben. Aber fangt erstmal langsam und wenig an, bevor ihr zu viel Sonnenmilch dann habt. Aber wenn man auch eine Sonnencreme so aufs Gesicht gibt, dann gibt das ja schon diesen weißen, diese weiße Schicht eben, die man dann auf den Händen, Armen oder sonst wo hat, wenn man sich mit Sonnenmilch eben eingeschmiert hat. Und wenn man so ein bisschen eben in die Foundation eingibt, dann macht das die Foundation etwas heller, falls sie dann wirklich zu dunkel ist. Oder eben eure Sommerfoundation, wenn ihr sie heller für den Winter kriegen wollt, dann macht da mal Foundation Sonnenmilch rein. Der nächste Punkt ist, Gesichtspflege in den Kühlschrank zu stellen. Ich stelle meine morgens Gesichtspflege, also entweder mein Serum oder eben meine Creme, wie dem auch sei, in den Kühlschrank, und dann ziehen sich die Poren zusammen und wirken optisch feiner. Probiert das mal aus, also weckt das Ganze morgens ein wirklich sehr gut, wenn man sich so eine kühle Gesichtscreme auf das Gesicht gibt. Mein nächster Punkt ist für weiße Zähne. Ihr wisst ja, dass ich dieses Dr. George Dental White verwende, und darüber habe ich ein ganzes Video mal gedreht. Guckt einfach mal in meinen Videos, da findet ihr das dann. Aber was ich auch sehr, sehr häufig mache, ist einfach Getränke außer Wasser mit dem Strohhalm trinken, weil alles zu Verfärbungen eben neigt. Gerade hier vorne, wenn man so Kaffee trinkt, Tee trinkt, Cola trinkt, auch O-Saft mit der Säure und sowas alles, könnte man ein bisschen besser aufpassen mit, wenn man das Ganze eben mit Strohhalm trinkt. Vorsicht bei heißen Getränken, da kann man nicht ganz so gut einschätzen, ob das jetzt noch sehr heiß ist oder ob man es jetzt schon trinken kann. Deswegen zieht ganz langsam am Strohhalm hoch, dann spürt ihr am Strohhalm schon, ob das zu heiß ist oder nicht. Und irgendwann mittlerweile so weiß ich ungefähr, wie lange ich warten muss, dass ich daraus trinken kann. Aber Strohhalme sind wirklich mein A und O, habe ich immer zu Hause. Dann kommen wir zum Glauber bzw. Bittersalz. Vielleicht kennen das ein paar von euch, vielleicht aber auch nicht. Ich habe das jetzt gerade leider nicht zum Vorführen, weil meins leer gegangen ist. Und zwar habe ich das immer aus der Apotheke gekauft. Das sind immer so kleine Döschen. Die haben schon in der Regel so 4-5 Euro gekostet, und zwar so nur so ein kleines Döschen. Ich habe aber jetzt gesehen und mir direkt auf Amazon so einen richtig großen Topf davon bestellt. Denn ich bade sehr gerne, wenn ich es schaffe, einmal in Glaubersalz. Ich bade unglaublich ungern. Ich bin der
ich kann das überhaupt nicht in heißes Wasser mich legen und sowas und mich dann da so hinzuchillen. Ich weiß gar nicht, wie man da seine Ruhe findet. Ich muss immer irgendwas machen. Außerdem dusche ich sowieso immer so lauwarm, kühl. Deswegen kann ich mich schon mal gar nicht in warmes Wasser legen. Aber mit Glaubersalz bzw. Bittersalz könnt ihr erstens Erkältungen stoppen. Ich habe das immer gemacht und habe dann die Erkältung nicht bekommen. Diesmal habe ich es nicht gemacht, weil das eben leer war. Und tada, ich bin erkältet. Also es ist unglaublich heilend. Es gibt auch so Glaubersalzgrotten und Schwimmbäder und sowas, wo man sich wirklich da reinlegt. Das wirkt dann so als heilend. Und kennt ihr diese kleinen Pickelchen, die man so an den Oberarm oder an den Oberschenkeln hat? Diese gehen auch mit der Zeit wirklich weg, auch Wunden und sowas alles. Googelt das mal, falls ihr nochmal so speziell wissen wollt, was genau das alles macht. Aber es hat wirklich eine unglaublich gute heilende Wirkung. Und ich verlinke euch mal das, was ich jetzt kaufe, in der Infobox, weil es einfach viel günstiger ist, als zur Apotheke zu gehen und das da zu kaufen. Der nächste Punkt ist wirklich Honig. Wenn ihr punktuell einen Pickel nur wegkriegen wollt, also wirklich nicht euer ganzes Gesicht so neu aufbauen wollt, sondern nur punktuell jetzt den fettesten Pickel auf Erden wegkriegen wollt, kann ich euch wirklich Honig empfehlen. Honig besteht aus 200 Stoffen, 80% ungefähr sind davon Zucker und dadurch können 60 Arten von Bakterien bekämpft werden. Also es ist wirklich hoch antibakteriell. Und wenn ihr das einfach auf den Q-Tip gebt und dann auf den Pickel oder ihr schmiert es auf eure Lippen, das macht super weiche Lippen. Also Honig ist ein Allrounder, aber ich glaube, das weiß jeder. Dann habe ich noch einen kleinen Beauty-Tipp für euch und zwar, wenn ihr mit der Mascara daneben geklatscht habt, so wirklich, ne, dann habt ihr ja hier hinten euren Lidschatten voll und das ist ja immer sehr angenehm. Was noch angenehmer ist, ist mit dem Q-Tip da hinten ranzugehen und dann hat man die ganzen Fäden im Auge. Das mag ich ja richtig und die kleben dann so an den Wimpern, an den getuschten. Das mag ich richtig, richtig gerne. Und deswegen kann ich euch empfehlen, einfach einen Pinsel zu nehmen, mit dem ihr entweder den Lidschatten aufgegeben habt, draufgegeben habt oder einen Applikator oder einen nicht benutzten Pinsel und einfach über die Stelle zu gehen. Also wirklich mit dem Pinsel über die Stelle mit der Mascara zu gehen und so arbeitet ihr das eigentlich weg und es verschwindet und man trägt auch keinen Lidschatten ab. Also es ist nicht so wie beim Q-Tip, dass man so Lidschatten noch mit abträgt und so nochmal ein bisschen drüber gehen muss, sondern es ist wirklich so, dass einfach dieser Mascara-Rest dann weg ist und ja, es ist wirklich der einfachste Tipp, aber einer meiner liebsten Tipps so. So ihr Lieben, ich hoffe natürlich, dass ihr so etwas mitnehmen konntet von meinen Tipps und Tricks und dass ihr die auch im Alltag verwenden könnt. Ich verlinke euch die Clear Skin Reihe von Emma Sam nochmal in der Infobox. Da könnt ihr nochmal den Rabattcode nachlesen. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was denn eure so Beauty-Tricks, Geheimnisse sind, damit ich auch diese mal klauen kann. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wundervolles Wochenende. Wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder und bis dahin, bleibt gesund. Bis dann, tschüss.